Heute gibt es mal wieder ein Video zur Easy Fry, zur Heißluftfritteuse, die ich immer nutze. Da hatte ich ja angekündigt, dass ich dir ab und zu auch mal was zeigen werde. Ist jetzt schon ein bisschen länger her. Ich kam ehrlich gesagt nicht so schnell dazu. Aber heute zeige ich euch, wie man ein ganzes Huhn in der Easy Fry macht. Keine Sorge, ihr könnt das mit jeder Heißluftfritteuse nachmachen. Das hier ist jetzt ein Bio-Hähnchen von Kreuzers. Habt gesehen, 1,2 Kilo. Kreuzers, wisst ihr ja, habe ich ja diesen Prime-Code. Schreibe ich euch unten in die Caption, falls ihr da was sparen wollt. Das Ganze ist schon küchenfertig. Ich habe kurz nochmal kontrolliert und reingeguckt. Da ist nichts mehr drin, keine Päckchen und so weiter. Jetzt bereite ich die Marinade vor. Dazu braucht man ein bisschen Sonnenblumenöl und einen Rub. Ich habe hier Magic Dust genommen. Gibt es von verschiedenen Herstellern. Könnt ihr schauen, wo ihr es bestellen wollt. Mischt das euch von der Konsistenz so an, dass es ein bisschen dickflüssiger ist, so dass man schön hier bepinseln kann, ohne dass alles runterläuft. Und dann spielt ihr einmal den Maler und malt das Hähnchen rundherum an. Hier auch schön da unter den Schenkeln einmal durch, dass überall was von der Gewürzmischung drankommt. Natürlich könnt ihr hier auch beliebig die Gewürzmischung anpassen, wie ihr es gerne möchtet. Ich habe ja ganz oft auch diese Wiesenhändel-Gewürzmischung, die war jetzt leider leer, die benutze ich auch oft für sowas, klappt auch super, aber da seid einfach kreativ, probiert ein bisschen rum, was euch am besten schmeckt. Ich finde Magic, das ist auf jeden Fall immer eine gute Wahl, denn die ist allgemein bekannt, diese Gewürzmischung, haben verschiedene Hersteller auch und ist einfach eine super Sache, kennen wir ja von Pulled Pork, aber ich sag mal, auch hier beim Hähnchen passt das. Jetzt schiebe ich den Garkorb in die Easy Fry rein, schalte es an. Wichtig hier, Airfryer auszuwählen, also die Heißluftfrittierfunktion. Dann schaltet ihr auf 180 Grad und stellt die Zeit auf 45 Minuten. So könnt ihr das nämlich jetzt in jeder Heißluftfritteuse nachmachen, weil ihr ja immer Zeit und Temperatur einstellen könnt. Dieses Automatikprogramm hier nutze ich ehrlich gesagt gar nicht so viel, weil ich immer mit Zeit und Temperatur arbeite. Das hatte ich aber im ersten Video schon erklärt, wo ich diese Easy Fry vorstelle. Das Video dazu verlinke ich euch auch nochmal hier in dem Video, damit ihr es euch auch nochmal anschauen könnt. Nach 15 Minuten wende ich jetzt dieses Hähnchen als erstes. Ist natürlich ganz wichtig, weil die heiße Luft kommt zwar außenrum ganz gut dran, aber oben natürlich ein bisschen besser. Das Wenden ist jetzt ein bisschen kompliziert. Vielleicht habt ihr da eine bessere Idee, wenn man es wenden kann. Ich habe mich vielleicht auch einfach blöd angestellt, aber habe hier ein bisschen rumgefriemelt, habe leider dadurch auch ein bisschen so die Haut zerdrückt, ist aber nicht so schlimm, hat am Ende trotzdem geschmeckt. Einmal wenden, die zweite Viertelstunde geht dann auf der anderen Seite und nach den weiteren 15 Minuten wird es dann nochmal gewendet, dass die schöne Seite wieder oben liegt. Und auch hier war es wieder ein bisschen kompliziert, das Wenden, aber ich wollte euch jetzt vorerst mal zeigen, wie es jetzt schon aussieht. Das sieht schon klasse aus, also das wird richtig gut. Ich kann euch garantieren, Hähnchen in der Easy Fry ist einfach eins der besten Sachen. Ich glaube, das machen wir so oft wie kaum was. Also ich meine, Pommes, klar, macht man auch sehr oft drin. Aber Hähnchen, ja, fast sogar noch öfter. Und ich finde auch bei Hähnchen, gut, beim ganzen Hähnchen ist natürlich klar, das kann der Opti-Grill nicht. Aber auch Pollofino oder Hähnchenschenkel ist die Easy Fry einfach deutlich besser. Schaut euch an, das Ergebnis. Hier so sieht es aus nach 45 Minuten. Grandios. Die Haut ist schön angeknuspert. Perfekt, so gefällt mir das. Also richtig gut, da kann der Hähnchenwagen um der Ecke einpacken. Da... ja, ist einfach perfekt hier, das nicht zu toppen. Ich finde auch ehrlich gesagt, da kommt auch kein Grill drüber, weil das ist einfach vom Ergebnis so gut. Also ich habe auch Hähnchen schon im Grill gemacht und fand das jetzt nicht besser als das hier. Also hier ist wirklich die Haut nochmal schön angeploppt. Sehr gut. Einmal den Kerntemperaturcheck, einfach, dass ihr seht, wie wir hier von der Kerntemperatur aktuell sind. Da sollte man ja so um die 80 Grad sein und das passt auf jeden Fall. Damit ist das Hähnchen vom Gargrad auf jeden Fall durch und wir können das Ganze genießen. Ich freue mich schon drauf. Jetzt hebe ich das Teil einmal raus aus der Heißluftfritteuse, dass wir es uns noch mal ein bisschen näher betrachten können vom Ergebnis. Und das ist auf jeden Fall gut geworden. Natürlich ist es ein bisschen dunkler an manchen Stellen, wobei das gar nicht so schlimm ist. Es kommt von der Gewürzmischung, die hier ein bisschen Zuckeranteil hat, der so ein bisschen karamellisiert ist. Verbrannt hat das nicht geschmeckt. Hier nochmal der Anschnitt, dass ihr es nochmal seht, wie schön saftig das ist. Man sieht, hier unten läuft die Flüssigkeit raus, also da ist ordentlich Saft drin, das ist nicht trocken. Sehr gut. Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass man hier Hähnchen in der Easy Fry schön saftig hinbekommt. Das ist echt fast garantiert. Natürlich, wenn man es jetzt irgendwie zu lange drin lassen würde, wird es schon irgendwann trocken werden. Aber so die Ergebnisse, die ich bisher hatte, waren immer mega saftig. Ich schneide nochmal ein Stück ab, damit ihr es hier nochmal seht. Sehr gut. Sorry, dass ich so stark betone, dass ich begeistert von diesem Teil bin. Es ist einfach Wahnsinn, wie gut da drin Hähnchen wird. Ich habe, glaube ich, die Woche irgendwie dreimal Hähnchen da drin gemacht und bin einfach echt begeistert davon.
Ich liste euch hier mal auf, welche Heißluftfritteusen von Tefal ich empfehle. Die Links dazu setze ich unter das Video und vielleicht auch noch einen Rabattcode dazu, wenn einer aktiv ist. Ich habe die Links, ist die Easy Fry Grill in Steam. Der Vorteil davon, ihr habt auch eine Dampfgarfunktion und eine Grillfunktion, wobei ich die Grillfunktion ehrlich gesagt gar nicht so sehr brauche, weil da der Opti-Grill doch ein bisschen stärker ist. Die Dampfgarfunktion ist ganz cool bei Gemüse. Ansonsten, wenn ihr das nicht braucht, diese Dampfgarfunktion, oder euch das zu blöd ist mit dem Wasserbehälter oben drauf, dann wählt diese Easy Fry in der Mitte. Die ist auch genauso groß, 6,5 Liter. Nehmt auf jeden Fall eine große Easy Fry. Das ist auch die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. Lieber größerer Garraum, denn weniger reinmachen kann man immer. Und gerade sowas wie ein ganzes Hühnchen, da braucht man auf jeden Fall eine große Easy Fry. Wenn euch die beiden links zu teuer sind, dann ist die rechts eine Alternative, die Easy Fry XXL. Die hat dann nicht die Grillfunktion, aber auch die funktioniert super. Die habe ich jetzt bei meinen Outlet-Center-Aktionen im Tefal-Store getestet ein paar Mal und war da auch sehr begeistert. Auf jeden Fall kann ich sagen, eine Heißluftfritteuse ist eine super Sache. Ich weiß gar nicht, wie ich jahrelang ohne so ein Teil auskam, weil die Ergebnisse sind einfach der Wahnsinn, wenn man Pommes macht oder Hähnchen macht. Also ich möchte nicht mehr drauf verzichten, ehrlich gesagt. Aber ganz unabhängig jetzt davon, welchen Hersteller ihr wählt, also mir ist es letztendlich egal. Natürlich, ich verdiene ein bisschen was mit, wenn ihr jetzt unten über die Links was bestellt, das ist natürlich auch klar. Aber wenn ihr einen anderen Hersteller wählt, achtet darauf, wählt einen großen Garkorb. Wählt vor allem eine, die einen Garkorb habt, den ihr rausnehmen könnt, wo ihr schütteln könnt, weil das ist am Ende das Wichtigste, wenn ihr gute Pommes haben wollt und auch sonst gute Ergebnisse haben wollt. Nehmt nicht irgendwas, wo ihr dann irgendwie eine Tür aufmachen müsst und keine Ahnung. Weil das ist dann eher ganz kompliziert vom Handling. Also durch diesen Garkorb hat man wirklich eine ganz einfache Handhabung. Also das gefällt mir sehr gut. Also, dann bis zum nächsten Mal und ja, vielleicht kommt demnächst mal wieder ein Heißluftfritteusen-Video. Ihr könnt ja mal unten drunter schreiben, was euch bei der Heißluftfritteuse interessieren würde, ob ich vielleicht auch mal die Geräte direkt im Vergleich zeigen soll. Ich habe sie noch nicht alle da, ehrlich gesagt, die Links habe ich da. Die anderen beiden müsste ich mir dann nochmal ordern. Aber schreibt mir einfach drunter, was euch interessieren würde zu diesem Thema. Also, bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Opti-Griller Benny.